Die Statue füttern. Dass meine Bogenschützen auch bei der Kaninchenjagd etwas besser sind. Sehr gut, sehr gut. Ja, mehr bitte davon. Immer nur so einzelne Münzen, das ist nicht genug. So. Gut. Diese Mauer hier auch verbessern. Bleiben denn die Ritter? Die Ritter ziehen sich ein bisschen sehr weit zurück, habe ich das Gefühl. Katapult und Ritter fehlen noch so ein bisschen. Katapult kommt. Ritter leider noch nicht. Da kommen die Ritter. Die haben es jetzt endlich auch gerafft, die Herren von der Ritterschaft. So. Wenn die ja so rumgurken, weiß ich schon, dass ich kein Brot mehr an der Basis habe. So, wir können gleich mal nachgucken, wie das mit dem Portal aussieht. Da fangen ja dann irgendwann diese Steine an mit Schweben. Aber wie gesagt, hier ist eigentlich erstmal Ruhe. So, oh, ihr habt die ganzen Münzen liegen lassen. Ihr Verschwender. War das nicht so, dass die Steine angefangen haben mit Schweben? War das nicht so, dass dann so ein violetter Schein um die Steine herum war? Hm. Nicht, dass ich das jetzt mit dem anderen Spiel verwechsle. Bei Kingdoms to Grounds? War das dort? Ich weiß es nicht mehr genau. Weil die Spiele ja so ähnlich sind. Kann ich das schon mal verwechseln. Aber eigentlich dachte ich, es war immer so, dass dann diese Steine so rumschwebten und signalisierten, hier, mein Freund, passiert gleich was Böses. So. Und damit ist dieser Wald dann auch Geschichte. Ja. Viel mehr gibt es ja jetzt hier nicht mehr zu holen. Würde sagen, diese Insel verlassen wir jetzt. Also ich gucke jetzt nochmal nach, ob vielleicht jetzt hier am 28. Tag irgendwie... Hey, warst du wohl nicht voll bezahlt oder was? Ein Stein schwebt. Oh Gott, hier sind so viele Kaninchen. Das mit dieser Trauerweide, das sieht so hübsch aus. So, wir gucken nochmal nach. Ja, ja, hier. Hier, das meine ich. Da schwebt so ein ekliger Stein. Deswegen. Abflug. Abflug. Ich brauche was fürs Portal. Da. Da. Ich mache ja nicht den langsamen Weg. Ich möchte mich hier schnell verabschieden. Ja, laufen noch ein paar Bürger rum. Können sie gerne. So. Wir machen es wieder so, dass ich hier vorne Münzen platziere. Auch wenn sich mein Säckchen... Ah, nein! Halt, 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 halt! Münzen zurück! Wir haben was vergessen. Was super Wichtiges vergessen. Der alte Bäcker muss mit. Der alte Bäcker muss mit. Der alte Bäcker und das Meer. Die verstehen sich von jeher. Gott, bin ich ein schlechter Reimer. So. Aber der Bäcker muss mit. Den hätte ich fast vergessen. Nein, nein, nein. Nicht ohne Bäcker. Nicht ohne meinen Bäcker. Den anderen, den kann ich vergessen. Der ist nicht so wichtig. Aber der Bäcker muss mit. Der Bäcker muss mit. Tim, Tim. Und, wo warst du?
Oh, hier kommen jetzt komische Geräusche. Ich glaube, 3 Tage sind um. Weiß es nicht genau. Sind 3 Tage um? Ist ja wurscht. Wir verschwinden eh von hier. So, Bäckermann. Herr Bäckerle. Ja. Komm mit, mein Freund. So. Muss nur beachten, der Bäcker wird nicht mit vor die Mauer kommen. Nein. Ach du Heilige, guckt euch mein Goldsäckchen ein. Ich muss die Nacht abwarten, dann kann ich zum Schiff, weil der wird abspringen, sobald ich vor der Mauer stehe. Auch wenn der Steg direkt davor ist und er wüsste, dass er sicher ist, wird der Bäcker abspringen. Er ist ein Springer, ein alter, klappriger Springer. Wenn ich so ein bisschen bemerke, der Hund kommt nicht hinterher. Naja, der hat ja jetzt die ganze Nacht noch Zeit, um mir zu folgen. Oh Gott, ich produziere hier Gold über Gold über Gold über Gold. So, Bäckerle. Pures Bäckerle. Das musste sein. Aha, noch mehr Gold. So viel Gold. So. Nacht ist vorbei. Ach, da ist der Hund. Na komm, Tag. Ja. Vor dem 30. Tag hier abhauen. Das ist drinne. So, also. Ach, weißt du was? Ich habe so ein volles Säckchen, da kann nicht mehr rein. Ja, da fallen schon die Goldmützen noch runter. Und die treibt hier vor meinem Gesicht rum. Hund, spring! Hund, spring! Ja, er hat's geschafft. Sehr gut. Auch diese Insel erfolgreich verlassen. So, jetzt kommt Insel Nummer 4. Dann gibt's noch Insel Nummer 5 und Skull Island. So. Schnell! Hallo, Bäcker, du kommst mit. Du bist viel zu langsam. So, gleich mal 2 noch gefüttert. Oh, mein Säckchen ist voll geblieben. Sehr gut. Ach, jetzt muss den Gaul natürlich wieder mal die Puste ausgehen. Hallo, obdachloser Feigling. Friss was. Schnell friss was. Handwerker, ja? So. Ich habe ja erstmal Bogenschützen. Das geht soweit. So, wie das sieht das hier aus? Gleich mal ausbreiten. Bis zur Hütte ausbreiten. Kommt ihr Bäckersleute? Nein, ihr Handwerker. Stellt ihr aber nicht nur alles halb fertig, ne? Ihr macht schon richtig fertig, ne? Ja, schade, ich dachte mit den Palisaden würde das dann auch schön stehen. Nein, zu früh gefreut. So. Ja, friss was. Egal, friss was. So, hier drüben. Ins, ans Obdachlosenlager ran, kann man hier Bäume fällen. Sehr schön. Ich möchte, dass ihr euch gut ausbreitet. Viele Handwerker. Viele Handwerker sind nötig, dass das hier gut klappt mit uns. So, Palisade hier noch mit hin. Schnell, bevor die Nacht beginnt. So. Zeltlager.
glaube, der Ausbau des Lagers hat auch so ein bisschen damit zu tun, wie weit man sich nach links und rechts ausbreitet. Nach links und rechts Platz ist sozusagen für den Farmstand und sowas, dann hat man auch die Möglichkeit, das Lager zu verbessern. So, das Kaninchen ist hin. Sehr schön. Ja, alle hinter die Palisaden. Und mit der nächsten Nacht breiten wir uns weiter aus. Oder besser gesagt mit dem nächsten Tag. Nicht mit der nächsten Nacht. Quatsch. Zählchen hier vermisst. Ja, 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 bell du mal rum. Nur der eine? So. Dann ausbreiten. Schön nah ans Obdachlosenlager ran. Die werden zwar jetzt nicht die Möglichkeit haben, hier großartig... Warte mal. Gold erstmal loswerden. So, Steg ist in der Richtung. So. Ah. Ich würde sagen, nicht großartig zu jagen. Oh, das ist das Kampfross. Das hat mehr Ausdauer. Nee, Quatsch, weniger Ausdauer. Weil es so schnell erschöpft ist durch die schwere Rüstung. So war das doch. Aber es kann so einen Dash-Angriff machen. Aber der ist nicht so toll. Es hat sonst nicht so viel. So. Handwerker. Man möge hier mal alles beschlagen. Nach hier drüben auch ausbreiten. Das ist zum Beispiel hier so ein idealer Ort, um die Front nach vorne zu legen. Wenn ja nicht gerade ein gegnerisches Portal in der Nähe ist, dann nicht. So. Zack. Sehr schön. Möge sich nach links und rechts ausbreiten, rasen. So, hier, Rasen breitet sich aus und dann wird hier jetzt eine Mauer hingestellt oder zumindest eine Holzpalisade. Dann wächst ein bisschen die Wiese. Sehr gut. Nein, was ist das? Lass nicht die ganzen Münzen fallen. Gut. Können meine Jäger etc. könnten jetzt schon mal nach hier vorne kommen. Schafft ihr es, eine Mauer draus zu machen? Nein. Offensichtlich nicht. So. Wo bleiben meine Ritter? Ach, die brauchen immer Ewigkeiten, bis die mal raffen, dass es vorangehen kann. Ihr müsst den Hirsch nicht jagen, ne? Es ist nicht so, dass der jetzt überlebensnotwendig ist. Ich habe mehr als genügend Gold. Es geht auch so. Zack, 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 zack. Feini. So. Hier kommen sie. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ist die Steinstatue? Gucke ich als erstes erstmal nach hier drüben wahrscheinlich. Weil die andere Seite ist mir jetzt zu weit entfernt. Sag so, wie es ist. Ist mir jetzt zu weit weg. Ja, da kommen sie, Viecher.
So, sehr schön. Nehme das mal an mich, danke. Hier Bäume fällen. Bäume fällen. Bäume fällen. Schade, der letzte geht wieder nicht. So ein Mist aber auch. Ah, hier lauter Einsiedler. Muss ich jetzt noch nicht holen. Hier ist wieder ein Hund. Also meinen Hund könnte ich durchaus verlieren. Das ist nicht so schlecht, dass die da ist. Die wird erstmal die Mauern so ein bisschen schützen. Einsiedler. Hier ist ein Portal. Muss erstmal ein bisschen reiten. Ich muss mal gucken, ob die Statue auf der Seite ist. Ein bisschen gucken. Nein, Ritterstatue will ich nicht. Ich geh die Fui. Wieder ein Portal, ja, wieder ein Portal. Wieder ein paar Obdachlose, bitteschön. Drei Portale. Und jetzt kommt der Steg, oder? Ja, jetzt kommt der Steg. Auf der Seite ist es nicht. Dann zurückreiten. Schnell zurückreiten. Und es ist gut, dass ich mich in die andere Richtung schon ein bisschen ausgebreitet habe. Dann müsste ich mich ja dem Steinhaufen annähern. Ist nicht so schlecht. So. Hier mal was fressen. So. Weiter geht's. Vorsicht bei dem Portal. Ja, hast eine Münze bekommen. Hab ja gesagt, die sind auch tagsüber ein bisschen aktiv. Deswegen so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Warum hat der Hund Whoop gemacht? Der wurde doch nicht etwa jetzt weggesnackt. Selbst wenn, ich habe ja einen Ersatzhund auf der Insel. Ist nicht so schlimm. Gut. Sehr schön. Zack, 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 zack. Gut. Ja, Katapulte. Erstmal Dreier. Wunderfein. Kriege hier ordentlich Münzen zurück. Obdachlose Nummer 1, Obdachlose Nummer 2, werde beide Handwerker. Kann ich schon mal versprechen. Weil die Hämmer kommen zuerst vor den Bögen. Also zumindest aus eurer Richtung her. Huch, ist das hier duster. Kann ich gar nicht sehen. Ja, richtig mega dunkel. So. Sobald die Nacht vorbei ist, weiter nach vorne reiten und gucken, ob ich die Steinstatue gleich mal finde. Plus extra. Extra wäre Bogen. Schießt. Nimmt die Münze, blödes Vieh. Du bist doch so dumm. Warum der nicht die Münze genommen hat? Warum der unbedingt ja auf Aggression machen musste? Ja, sie ist schon da. Sehr schön. Wunderfeini. Steinzeitalter, wir kommen. So. Müsste doch langsam mal ein Portal kommen, oder? Ja, da ist ein Portal. Gut, wir schauen mal, wie weit wir uns hier ausbreiten. Sag mal so, positionsmäßig immer mindestens zwei Wälle hintereinander weg. Hier ist ein Wall. Da ist der nächste.
Also, wir könnten hier... Das ist schon nicht schlecht. Zwei Wälle. Da kann sich das hier erstmal ein bisschen ausbreiten. Das Grasland. In der Zwischenzeit können dann auch... Katapulte an ihre Position rollen. So. Zack, 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 zack. Kommt das Katapult eigentlich schon? Der Handwerker, aber kein Katapult. Müsste doch eigentlich... Ja, da ist es. Da ist es, das Katapult. Sehr schön. Sehr feini. Gleich mal ausbauen. Gut. Stein auf der Seite. Poppy. Auf der anderen Seite wäre es jetzt eigentlich schick, dem Bäcker mal Bescheid zu geben. Bescheid zu stoßen, dass die ganzen Obdachlosen zu mir kommen.